Herzlich willkommen zu der ersten Folge der Ableton Live 9 Quick Tips. Dieses Mal möchte ich euch ein neues Feature in Live 9 zeigen, was sehr hilfreich für den Workflow ist. Und zwar ist das die Taste 0 auf der Computertastatur. Damit kann man alles deaktivieren, was deaktivierbar ist. Und zwar sind das Spuren, Geräte, Clips und Noten. Und bei all den Dingen, die deaktiviert werden können, gilt die Regel, dass was deaktiviert ist, ist nicht mehr hörbar. Das heißt, ich wähle hier einfach diese Spur aus, dann drücke ich 0 und damit ist sie stumm geschaltet in dem Falle. Nochmal 0 drücken, aktiviert sie wieder. So, das gleiche funktioniert wie gesagt auch mit Geräten. Das heißt, ich wähle das Gerät aus, drücke 0 und es deaktiviert. Nochmal 0 aktiviert es wieder. Dann kann ich hier auch einfach einen MIDI-Clip mit einem Doppelklick erzeugen und den auswählen. 0 drücken deaktiviert den Clip und ein erneutes Drücken aktiviert ihn wieder. Und wenn ich hier noch ein paar Noten einzeichne und zum Beispiel die Note einfach wähle und dann die 0 drücke, ist diese Note deaktiviert. Das Ganze funktioniert natürlich nicht nur mit einzelnen Sachen, sondern man kann in dem Fall jetzt auch zum Beispiel einfach mehrere Noten auswählen und dann die 0 drücken, um sie zu deaktivieren oder zu reaktivieren. Und das funktioniert bei allen. So, das heißt, ich selektiere mehrere Spuren auf einmal, drücke 0 und sie sind alle stumm geschaltet. Ich denke, am meisten wird man das für die Spuren und die Geräte benutzen wollen, aber auch das für die Clips und die Noten ist sehr, sehr hilfreich und kann halt den Workflow wesentlich schneller machen, wenn man sich daran gewöhnt, das immer mit der Null stattdessen zu machen. Ich hoffe, ihr fandet den Tipp hilfreich und wir sehen uns dann auch beim nächsten Mal.